Im Schatten junger Mädchen blühte, à l'ombre de jeunes filles en fleurs. Diese autopoetische Autochthonie Prousts in seinen poetischen Meandern, in seinen manieristischen Vergessenströstungen, stellen einen anderen Handlungsaktivismus gegen sein allumfassendes Angstmaß dar, vor dem bereits unvermeidlich gewesenen Auswurf, nach dessen Schluchzens Kaskaden und Zerrüttungsphasen die Gegenreaktion der erlösenden, wohligen Heilungsfreude erwuchs. Wenn man die Ursachen dieser Ewigkeitsphantasmen, die Notwendigkeit dieser unvermeidlichen Endgültigkeiten beschreibt als Verursachung von sich dagegen aufbäumendem Bewusstsein, von poetischem Autismus, von Realitätsträumen und anderen Vergessensträumen, von notwendig werden immer wiederkehrender Reorganisationsphasen im Schlaf, als Traum, als Non-REM-Phasen, und diese beiden anaximandrischen Seiten des Aktionismus gegen den Passivismus eines Oblomov, übermenschliche Schreibensexzesse oder auf der anderen derjenigen, die nicht sich der Schrift bedienen, sondern die Körper sich beschreiben und eingravieren und imprägnieren lassen. Also auf der einen Seite die Vergangenheit erinnern und auf der anderen Seite die Zukunft verführen wollen, als genießende Lolita-Komplexe, als nymphomanisch überkompensierende Gegenreaktionen gegen das Undenkbare. Wenn man diese Prozesse, den Rock der Baubo zu heben versucht, dass auch dies nur wieder Bemächtigungsversuche sind, notwendigerweise schnell nochmal davor etwas erleibt, erlebt, etwas ja, Punkt, 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 dann ist solche Mühewaltung, solche Schufterei und Schinderei sicherlich nicht wert, auf den 200 Schiffchen des Aristoteles befördert zu werden, denn dazu müsste es sich eben der Schönheitsverkleidungsmoden bedienen, von genialischer Metaphorik oder beflissener, quintilianischer Tropismus, exotischen Tropismus eines Proust oder Sprachformen eines Musil oder wenigstens eines Pseudo-Idealismus eines Thomas Manns und
welcher sonstigen faszinierenden Schriftsetzer sonst und nicht erbsenzählerischer Buchstabenglauber und Logifizierer, Paradoxierer, sondern Grammatikalisierer. Punkt, Punkt, Punkt. Also unser Bemächtigungsversuch, die Welt, die Ursache der Welt von ihrem Entstehungsort aus nach den Projektionsgesetzen zu beschreiben, notwendigerweise als einzige Möglichkeit der besten aller Welten Leibnizens, nämlich als die einzig mögliche aller unmöglichsten triunlogischen Wahrheiten, wird nicht den Effekt haben. Es kommen ja auch gar keine Protagonisten und Personen darin vor, obwohl sie im Hintergrund spielen, aber nicht genannt werden, wird nicht dazu führen, ein epochales Bemerken nach sich zu ziehen. Was nicht schade für unser Eins ist, denn uns war es nur daran gelegen, vor dem Endgültigen einmal wenigstens das Ganze begriffen zu haben. Aber bedauerlich für die Welt. Ich glaube, Borges war es, der irgendwann das Lexikon der nicht veröffentlichten Bücher in seine Universalbibliothek als Nebenbau oder eigentlich als Hauptgebäude, denn wahrscheinlich sind viel mehr unveröffentlichte Manuskripte verloren gegangen. Und wer weiß, welche darunter die eigentlichen Schlüssel zum Sein bargen. Jedenfalls sind es niemals solche, die vom breiten Geschmack gutiert werden.